Sobald er es erkannte und sich lebend erklärt hat, interessierten sich alle für ihn und sein gesamtes Gefolge. Das Innenministerium, das Untersuchungskomitee, die Nervenheilanstalt, die Abteilung zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus. Verwaltungsangelegenheiten wurden aus denselben Gründen zu Strafsachen und außerdem versuchten sie, ihm mehrere weitere Strafsachen in die Schuhe zu schieben. Das System versucht, den größten Präzedenzfall in der Geschichte aus dem Weg zu schaffen. Dies wirft die Frage auf, wer ist der Nächste, der sich lebend erklärt und beschließt, das System zu verlassen? Vielleicht Ermittler, Staatsanwälte, Richter, Minister oder gar vielleicht der Präsident selbst? Ich war ein Strafverfolgungsbeamter, der erkannte, dass er ein lebender Mann ist. Ein lebender Mann ist zu euch gekommen. Wen siehst du jetzt? Skvortsov? Ich sehe Skvortsov nicht. Ich bin ein lebender Mann. Er beschloss, seine Person aus der allgemeinen Registrierung zu entfernen, abzumelden. Wie hat das System reagiert? Die Kettensäge begann, meine Tür zu durchsägen. Sie schlugen mich auf den Rücken und auf den Kopf. Das heißt, sie schalteten schwere Artillerie ein. Ich bin ein lebender Mann. Ich bin gekommen, um es hier zu erklären. Sie arrangierten Überwachung und Verfolgung. Ich bin ein lebender Mann. Sie bestätigen dies, richtig? Na sicher, ich bestätige, dass ich ein lebender Mann bin. Na sicher. Die Anwendung obligatorischer medizinischer Maßnahmen ist nicht erforderlich. Ich erlebe einen Völkermord von mir und meiner Familie. Nachdem er aus der Psychiatrie entlassen war, verlangten sie von ihm eine Unterschrift, dass er die Stadt nicht verlassen darf. Wenn allen gesagt wird, jeder zieht morgen seine Hose aus, ich werde es nicht tun. Wieder wird er in eine IVS, vorübergehende Haftanstalt, gebracht. Danach wird ihm eine zweite Auflage gemacht, nicht die Stadt verlassen zu dürfen. Entschuldigt mich, ich bin ein Individuum, es ist mein Wille, ich will es so. Er kommt zum sogenannten Gericht als lebender Mann, das schwarze Gewand, er weiß nicht, was er tun soll und geht. Jetzt erzählst du der ganzen Welt davon. Schau, aufgewacht und anerkannt, wer du bist. Ja, wer du bist. Am Ausgang des Gebäudes versuchten sie, über seine Person ein Protokoll zu schreiben und sie wollten ihm noch zwei weitere Strafsachen anhängen. Noch ein weiteres Verfahren versuchten sie ihm anzuhängen. Mir wurde klar, Leute, ich betrachte mich nicht als diesen Eintrag, diese Sache oder Person. Es gibt keine disziplinarischen Sanktionen. Aber auch hier habe ich mich nicht als Sache anerkannt. Ich habe dann schon verstanden, wie es funktioniert. Sie bescheinigen, dass er als Agent gearbeitet hat. So haben sie ihn auf die Fahndungsliste gesetzt. Dort ist es beängstigend. Dort ist es ein Irrenhaus. Und hier ist unser Zuhause. Sie sagten, dass er angeblich aus einer Nervenheilanstalt geflohen ist. Angeblich verschollen. Sie haben alles in einer Reihe aufgezählt. Fazit: Für den Militärdienst empfohlen das Ministerium für Notfälle, das FSB und das Ministerium für Innere Angelegenheiten. Die Wahrheit wird sich durchsetzen. Also kämpft für eure Rechte. Hallo alle miteinander. Heute werde ich über den größten Präzedenzfall in Bezug auf lebende Menschen und der Gerichtsbarkeit und der Rechtsprechung im gesamten System berichten. Ich werde über den ehemaligen Fallschirmjäger erzählen, den Gardisten, der zweimal Sekretär des Gerichts, der sogenannten Polizeioper und der Kriminalpolizei ist, den OMON-Trainer, der erkannte, dass er ein lebender Mann mit seinem eigenen Namen Anatoli ist. Gehen wir schnell die Ereignisse durch, die passiert sind. Also am 23. Juni 2020 mit der Live-Übertragung ist er aus dem Eurosparladen in der Stadt Kaliningrad in der Karl-Marx-Straße 18 gesendet, mit 5 Personen. 5 Leute kamen, um einzukaufen, sie wurden ohne Maske bedient. Dann aber riefen sie die Polizei an. Mehrere Polizeieinheiten kamen, setzten physische Gewalt ein und wirkten sie und setzten sogar Tränengas ein. Und alles endete mit einem Protokoll gemäß Artikel 20.1 des Verwaltungsgesetzbuch der Russischen Föderation wegen Beleidigung. In Bezug auf einen bestimmten Malischew Sergei, alles wurde mit dem Telefon gefilmt und ging sofort live. Lassen Sie mich erklären, dass eine solche Live-Übertragung direkt auf den V-Kontakte-Netzwerkservern aufgezeichnet wird. Das heißt, wir öffnen den Seitencode. Und hier können Sie sehen, dass es keine MP4-Dateien gibt. Es gibt einen Stream direkt zu den VK.com. Das heißt, auf den Telefonen sind keine Videos mehr vorhanden. Anatoli war indirekt an der Freilassung von 5 Personen und ihrer Freilassung aus der Polizei beteiligt. Beachten Sie, ein Verwaltungsakt, speziell gemäß dem Code of Administrative Offense der Russischen Föderation. Das heißt, jemand fluchte dort oder benutzte Schimpfwörter. Im Allgemeinen eigentlich Beleidigung, nichts Großes. Danach beschloss Anatoli Ende Juni 2020, seine Person aus der Registrierung zu entfernen, die Person sozusagen abzumelden. Habe den Pass an das Innenministerium geschickt. Danach hat es buchstäblich eine Woche gedauert, bis der eingeschriebene Brief mit dem Pass die gleiche Direktion des Innenministeriums erreicht hat, in der die Person registriert war. Wie hat das System reagiert? Nun, er erfuhr es. Als er am 10. Juli auf dem Parkplatz war und eine Live-Sendung darüber sendete, wie sie sein Auto zurückbrachten, das illegal auf einem Parkplatz beschlagnahmt worden war. Und sie haben es geschafft, es dem Besitzer zurückzugeben. Sie senden das auch live, das heißt, niemand hat etwas auf seinem Handy gespeichert. Buchstäblich 2 Stunden nach dieser Sendung, ich nehme an, der Grund für alles Folgende war die Aufforderung der Löschung der Person aus der Registrierung.
Zwei Stunden später, um 2 Uhr morgens am 11. Juli 2020, brach die Bereitschaftspolizei in seine Wohnung ein, in der er mit seiner Familie war, mit seiner Frau und 2 kleinen Kindern. Mehrere Mitarbeiter der Abteilung E, dies ist die Abteilung zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus. Der Grund dafür war wiederum eine bestimmte Entscheidung in Bezug auf denselben Mali-Chef Sergej, jedoch nicht gemäß einem Verwaltungsartikel, sondern gemäß § 319 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation. Dies ist eine Beleidigung eines Beamten während des Dienstes, das heißt schwere Artillerie in Form eines Strafgesetzbuches, wiederum nicht wegen Anatoli und seiner Familie, sondern wegen einem bestimmten Sergej Mali-Chef. Und als Teil dieses Strafverfahrens betraten sie um 2 Uhr morgens die Wohnung, in der Anatoli mit seiner Familie war. Tolja, ich habe Angst. Ich habe kleine Kinder, Leute. Alle rufen bitte an, Gesetzlosigkeit. Machen Sie Fotos auf Ihrem Handy, machen Sie Fotos. Was tust du? Bist du verrückt? Die Kinder sind da. Выломали дверь, спилили ее. Sie brachen die Tür ein, schnitten sie mit einer Kettensäge heraus. Sie warfen alle auf den Boden. Es waren ungefähr 20 Leute. Natürlich haben sie alle Dateien beschlagnahmt und angeblich damit argumentiert, dass Teile des Videos auf den Telefonen gespeichert werden können. Obwohl ich gezeigt habe, dass alles auf V-Kontakte-Servern gespeichert ist. Wenn sie wirklich etwas finden wollten, müssen sie in das VK-Büro oder in die V-Kontakte-Serverräume gehen. Danach wurde die E-Abteilung voll aktiv und viele Mitarbeiter der E-Abteilung organisierten die Überwachung und Verfolgung von Anatolis Familie und seinem gesamten Gefolge. Es gab einen Vorfall mit der Inhaftierung seiner Frau und von seinen Kindern auf dem Weg zum Flughafen. Und buchstäblich 12 Tage später wurde ein Strafverfahren gegen Anatolis Person gemäß Artikel 296 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation eröffnet. Dies ist eine Morddrohung an einem Beamten. Persona объявляет в розыск, при этом мотивирует. Die Person wird für gesucht erklärt, während sie die Suche entweder durch Flucht aus einer psychiatrischen Klinik, dann durch ein Verbrechen gegen die Staatsmacht, dann durch Drohungen, dann durch Erpressung motiviert, dann einen Mann zu verprügeln. Also haben sie es versucht und wie sich herausstellt, in diesen 2 Monaten versuchten sie ihm viele Straftaten anzuhängen. Infolgedessen hält die Abteilung E den lebenden Mann mit seinem eigenen Namen Anatoli am Flughafen fest. Angeblich versteckte er sich vor den Ermittlern und stand auf der Fahndungsliste. Sie brachten ihn in eine vorübergehende Haftanstalt, in der ein angeblicher Prozess stattfand, in dem der lebende Mann sich weigerte zu unterschreiben. Und auf dieser Grundlage, dass er sich weigerte zu unterschreiben, wurde er im Rahmen eines Strafverfahrens für 28 Tage in eine psychiatrische Klinik gebracht, damit seine Rechtsfähigkeit überprüft werden kann. Infolgedessen stellt die Kommission eine eindeutig positive Diagnose, nämlich, dass er völlig gesund ist. Und hier ist die psychiatrische Untersuchung ein sehr wichtiges, interessantes Dokument. Hier ist der beste Beweis dafür, dass ein Mann gesund und fähig ist, wie ich ihn noch nicht gesehen habe, genau dokumentiert. Auf 10 Seiten haben Sie hier alles dokumentiert. Auf der Grundlage des Vorsitzenden gelangte die Expertenkommission zu dem Schluss, dass jede chronische psychische Störung, vorübergehende psychische Störung, Demenz oder ein anderer krankhafter Geisteszustand während der Zeit der belastenden Handlungen ausgeschlossen ist, nicht daran gelitten hat, nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt sowie nicht zum Zeitpunkt des Strafverfahrens daran gelitten hat. Durch seinen mentalen Zustand kann er derzeit die Art und Bedeutung von Strafverfahren verstehen, das Wesen von Verfahrenshandlungen und das Verstehen durch ihre Beweise und seine Verfahrensposition, sind in der Lage, selbstständig Handlungen durchzuführen, die auf die Umsetzung seiner Verfahrensrechte und Pflichten abzielen, kann Umstände, die für einen Strafprozess wichtig sind, richtig wahrnehmen und Beweise vorlegen, kann an Ermittlungsklagen und Gerichtsverfahren teilnehmen. Während des Zeitraums im Zusammenhang mit der ihn belastenden Handlung zeigte er keine Anzeichen von vorübergehender psychischer Störung, die durch die zielgerichtete und konsequente Natur seiner Handlungen unter sich äußerlich ändernden Bedingungen bestätigt wird. Das Fehlen einer Trennung von der Situation, die Erhaltung des Gedächtnisses für diesen Zeitraum, die Angemessenheit des Sprachkontakts mit anderen, das Fehlen psychotischer Störungen zu dieser Zeit, wie Delirium, Halluzinationen oder Bewusstseinsstörungen. Er war in der Lage, die tatsächliche Natur und die soziale Gefahr seiner Handlungen zu erkennen und sie zu führen. Die Anwendung obligatorischer medizinischer Maßnahmen ist nicht erforderlich. Die Zusammensetzung der Kommission ist so und so. Im Allgemeinen ist er absolut gesund. Sie haben 10 Seiten Positives geschrieben. Nachdem er die psychiatrische Klinik verlassen hat, musste er wieder unterzeichnen, dass er den Ort nicht verlassen darf. Danach nahmen sie ihn erneut fest und versuchten ihm die gleichen Straftaten anzuhängen, die im April an einem völlig unbekannten Ort stattgefunden haben sollen. 6 Monate vor diesem Ereignis wurde irgendwo jemand zusammengeschlagen und sie versuchten ihm das anzuhängen, dass er diese Prügel angeblich begangen haben soll.
Wieder wird er in die IVS überstellt. Zu diesem Zeitpunkt führen sie eine Identifizierung durch und einige Zeugen und Opfer erkennen genau denjenigen, der diese Tat, den lebenden Mann mit seinem eigenen Namen Anatoli, gemacht haben soll. Danach wird ihm eine zweite Auflage gemacht, den Ort nicht zu verlassen. Die ganze Zeit verfolgt ihn die Abteilung E und in all diesen Ereignissen werden Bedrohungen und Erpressungen fortgesetzt. Продолжаются попытки навесить новые угрозы, вымогательство, шантаж и подключают СМИ. Schauen Sie sich die Medien an. Zuvor berichtete Kaskade TV, dass ein Kaliningrader einem 15-jährigen Schulmädchen gedroht hätte, ihre intimen Fotos zu veröffentlichen, wenn sie ihn nicht bezahlte. Wie sich herausstellte, traf ihn das Schulmädchen im Internet selbst und sie sendete ihm freiwillig ihre intimen Fotos. Sie befürchtete, dass der Angreifer all ihren Bekannten wirklich Bilder schicken würde und überwies ihm Geld. Wo sind die Beweise? Warum haben Sie nicht ein Strafverfahren gegen ihn wegen Betrugs eingeleitet? Dies ist wiederum alles unbegründet. 30. Oktober 2020, Strafverfahren, Artikel 296, wird an das Gericht verwiesen. Sie sehen die Fallnummer auf dem Bildschirm, 1-581-2020. 23. November, lebender Mann, der Besitzer namens Anatoli, lehnt Anwälte ab. Er kommt als lebender Mann zum sogenannten Gericht. Er spricht offen darüber. Die schwarze Robe weiß wieder nicht, was zu tun ist und geht. Um nach dem Fortschritt des Falls zu urteilen, würde eine Pause angekündigt. Beim Verlassen des Gebäudes versuchten sie erneut ein Protokoll über seine Person gemäß Artikel 20.06.1 des Verwaltungsgesetzbuch der Russischen Föderation zu erstellen, da er keine Maske hatte. Alles begann mit der Maske am 20.06. und geht weiter durch denselben Artikel. Verfolgung plus zwei weitere Strafsachen. Sie versuchten auch, ihm den dritten Fall anzuhängen. Das zweite Gericht fand am 11. Dezember statt. Dem Fortschritt des Falles nach zu urteilen, wurde auch eine Vertagung angekündigt. Bei der dritten Anhörung sei der Angeklagte angeblich verschwunden. Eine Vertagung wird wieder angekündigt. Und vor drei Tagen wurde er zu dieser Zeit wieder festgenommen, als er das Haus verließ und in einen Laden ging. Im Verlauf des Falls spiegelt sich dies in der Wiedereröffnung des Falls wieder. Im Allgemeinen wurde er inhaftiert in ein IVS und anschließend in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Jetzt ist er im Gefängnis. Lassen Sie es mich genauer erzählen. Hier ist eine Beschreibung seiner Person. Sein Rang: Leutnant des internen Dienstes. Position: Inspektor der Berufsbildungsgruppe der Berufsbildungsabteilung, dritte Abteilung der Personalmanagementabteilung. Das heißt, er hat diese OMON-Schafe selber trainiert. Diese Donnerschafe, die in sein Haus eingebrochen sind und die Tür aufgesägt haben. Er diente im russischen Innenministerium in der Region Kaliningrad. Verheiratet, es gibt eine Frau, einen Sohn und eine Tochter aus erster Ehe. Abschluss: Akademie für Leibeserziehung, moderne humanitäre Rechtsakademie, Bachelor, professionelles Lyzeum, Elektriker, spricht Englisch. Es gibt keine disziplinarischen Sanktionen. Also diese Bescheinigung besagt, dass er nicht im Krankenhaus war. Dies ist ein Befehl zur Ernennung von Kamischinski zur Kriminalpolizei. Dies ist eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass er als Justizsekretär tätig war. Dies ist sein Lebenslauf. Lyzeum, Student der Akademie, Leiter des Radiosenders, Scout, Funktelefonist, Sportlehrer im Kindergesundheitsort, Student der Akademie für Körperkultur, Gerichtsschreiber, Auszubildender der Kriminalpolizei, Kriminalpolizist und Inspektor für Personalschulung. So wurde er im Zusammenhang mit der Voruntersuchung auf die Fahndungsliste auf der Seite unter Artikel 296 Morddrohung gegen Ermittler gesetzt. Das heißt, sie sind nicht in sein Haus eingebrochen und angeblich hat er dort allein einen bestimmten Ermittler bedroht. Hier ist ein Screenshot, da er angeblich aus einer Nervenheilanstalt entkommen ist. Und genau dort weisen sie auf Artikel 296 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation hin, der angeblich vermisst wird. Alles durcheinander. Diese Form 1P, über die er selbst sprechen wird. Positive Zeugnisse aus der Schule, positive Zeugnisse aus dem Lyzeum, Zeugnisse von einer Militäreinheit. Schlussfolgerung: empfohlen für den Dienst in den Sicherheitskräften des Ministeriums für Notsituationen, des FSB und des Innenministeriums. Die Charakterisierung aus dem Lyzeum ist ebenfalls positiv. Ein positives Zeugnis als Wache. Das Empfehlungsschreiben der Militäreinheit ist ebenfalls positiv. Positives Zeugnis des Sekretärs der Gerichtssitzung. Ein positives Zeugnis, als er 2 Jahre als Ermittlungsbeamter arbeitete. Ein weiteres positives Merkmal des Sekretärs der Gerichtssitzung und plötzlich, ohne Grund, ein negatives Zeugnis vom letzten Arbeitsplatz. Aber auch hier, ohne besondere Beweise, ohne Strafen. Weiter im Video wird er Ihnen sagen, wie dieses Zeugnis hergestellt wurde. Ich werde es vorlesen. Während der Dienstzeit ist er negativ aufgefallen. Er erfüllte seine offiziellen Aufgaben nicht pflichtbewusst und ohne Initiative. Anordnungen für das Innenministerium und andere normative Rechtsakte sowie die Regelung der Aktivitäten der Einheit wurden von ihm nicht vollständig studiert. Und er wusste nicht, wie man sie in ihren täglichen Aktivitäten anwendet. Er zeigte keine Beharrlichkeit in seiner Arbeit, er stellte seine persönlichen Interessen über seine Dienstinteressen. Er wusste nicht, wie er die Arbeitszeiten organisieren sollte. Das hatte Erzielung positive Ergebnisse der Arbeit des Teams in den Hauptbereichen des Dienstes negativ beeinflusst.
Bei der Kommunikation mit Kollegen zeigte er Reizbarkeit, Härte und Respektlosigkeit im Team. Ständig benötigte er Kontrolle über die Ausführung, Anweisungen und die Einhaltung der Arbeitszeiten durch das Management. Пользовался, постоянно нуждался в контроле за исполнением поручений и соблюдением рабочего времени со стороны руководства. Nun, wieder melden Sie falsche Informationen, dass er auf Befehl von so und so aus dem inneren Organ entlassen wurde. Er wurde nicht entlassen. Er ging mit Zustimmung seines Arbeitgebers. Es war gegenseitig. Er hat seinen Job nicht gekündigt und er wurde nicht entlassen. Sie schlossen ein Friedensabkommen. Im Allgemeinen kann man sagen, gab es plötzlich ohne ersichtlichen Grund bei 8 positiven Zeugnissen plötzlich das 9. des letzten Jobs, das negativ war. Und dann sagte er, dass es auftauchte, nachdem ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet wurde. Es begann, als er alle Dokumente ändern wollte. Der Mann Antoni. Das Strafverfahren wird vom Ermittler der 2. Abteilung zur Untersuchung besonders wichtiger Fälle wegen Verbrechen gegen die Staatsmacht im wirtschaftlichen Bereich durchgeführt. Der Untersuchungsabteilung des Untersuchungsausschusses Russlands für die Region Kaliningrad, Justizleutnant S. Gorlachev. Hier ist eine Willenserklärung, die er an das sogenannte Gericht geschickt hat, aber im Bereich der lebenden Menschen ist. Wie ich es verstanden habe, ist er dort ein Anfänger. Aber er fasst alles sehr schnell auf. Dies ist ein Foto in voller Größe. In Uniform. Dies ist die Adresse des Untersuchungsgefängnisses, in dem er sich gerade befindet. Untersuchungshaftanstalt Stadt Kaliningrad bei Uakov 8. Sie sehen die Telefone auf dem Bildschirm. Sie können fragen, wie es ihm dort geht. Dies ist eine Bescheinigung und dies ist genau das Dekret, auf dessen Grundlage Sie sein Haus betreten haben. Das heißt, hier steht, dass ein bestimmter Malyschew im Laden gefilmt hat und die Behauptungen sind aus irgendeinem Grund speziell auf die Person von Anatoly Skortosow ausgerichtet, die angeblich auf digitalen Medien die meisten Aufnahmen aus der Live-Übertragung, die tatsächlich aber auf den V-Kontakteservern gespeichert sind. Und sie waren der Ansicht, dass diese Grundlage eine sofortige Überprüfung nach wenigen Stunden um 2 Uhr morgens erfordert. Und dass dieser Fall außergewöhnlich ist und die Hausdurchsuchung in dem besagten Haus ohne Gerichtsentscheidung durchgeführt worden ist. Wie? Nun, sie beschließen auch hier eine Durchsuchung durchzuführen. Am nächsten Tag kam ein Bezirkspolizist. Unser Herr stellte sich als Mann Antoli vor. Die Verhandlung des Falles wurde 2-mal unterbrochen. Der Fall wurde unterbrochen. Vor 3 Tagen wurde Anatoli erneut festgenommen und die nächste Verhandlung findet am 11. Januar 2021 statt. Welche Schlussfolgerungen folgen daraus? Dass ein ehemaliger Fallschirmjäger, ein Gardist, 2-mal ein Gerichtssekretär, ein Polizist, ein Kriminalbeamter, ein Trainer der Bereitschaftspolizei, sobald er merkte, dass er im Leben war und er seinen Pass für das Verfahren zur Abmeldung einer Person geschickt hat, sich sofort alle für ihn und sein gesamtes Gefolge interessierten. Das Innenministerium, das Untersuchungskomitee, die Nervenanstalt, die Abteilung für Kampf gegen Terrorismus und Extremismus. Verwaltungsfälle wurden aus den gleichen Gründen und aus den gleichen Ereignissen zu Strafsachen. Und sie versuchten auch, mehrere weitere Strafverfahren gegen ihn zu erfinden. Das System versucht, den größten Präzedenzfall in der Geschichte an der Wurzel zu zerstören. Hier stellt sich die Frage, wer ist der Nächste, der sich lebend erklärt und beschließt, das System zu verlassen? Vielleicht Ermittler, Staatsanwälte, Richter, Minister oder vielleicht gar der Präsident? Das nächste 4. Verfahren ist für den 11. Januar 2021 geplant um 10.30 Uhr am Leningrader Bezirksgericht der Stadt Kaliningrad.